Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und heute habe ich für euch einen neuen God-Mode-Glitch in Version 1.09. Das heißt, nach dem großen Update, der den alten, sehr, sehr geilen God-Mode-Glitch gefixt hat. Im Hintergrund könnt ihr gerade den neuen God-Mode-Glitch sehen. Der ist zwar nicht so gut wie der alte, aber trotzdem könnt ihr hier eure Waffen leveln, ihr könnt eure Tarnung freischalten, ihr könnt euer normales Level leveln, ihr könnt auch Packer-Punchen, Waffen, Munition holen, alles weitere. Auch wenn dieser God-Mode-Glitch nicht so gut ist wie der alte, ist er trotzdem sehr effektiv und ihr könnt einfach alle eure Aufgaben und neuen Tarnungen, auch den Battle Pass, hier sehr, sehr leicht leveln. Ich zeige euch jetzt erstmal den Weg vom Spawner aus zum Glitch, denn ich habe viele Anfragen bekommen, wie man überhaupt zu diesen Glitches kommt. Und deswegen zeige ich euch jetzt hier gerade im Hintergrund, wie man dahin kommt. Ich würde euch empfehlen, bis Runde 6 erstmal im Spawn Room zu bleiben und dann erstmal Geld zu sammeln, bis ihr dann genug habt, um einmal komplett alles durchkaufen zu können. Dieser Glitch lohnt sich auf jeden Fall für High Rounds, denn da könnt ihr dann sehr entspannt durch die Runden gehen und habt dann meistens auch gar keine Probleme. Unten angekommen würde ich euch erstmal empfehlen, den Strom anzuschalten, damit ihr einfach mehr seht. Dann könnte ich euch auch noch empfehlen, Packer Punch zu bauen, also die beiden Kontrollterminals einmal zu aktivieren und Packer Punch zu bauen, damit ihr einfach im Glitch schon direkt Packer Punchen könnt. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber könntet ihr auf jeden Fall machen. So, unten im Packer Punch Raum angekommen, müsst ihr einfach nur auf dieses kleine Gitter springen von der Treppe und dann einfach geradeaus gehen, bis euer Charakter einen kleinen Schritt nach oben macht. Wenn ihr einen kleinen Schritt nach oben macht, bleiben alle Zombies stehen, können euch nicht mehr angreifen, werfen auch keine Teile auf euch, also keine Teile, die sie von sich selbst abreißen. Und ihr seid dann eigentlich auch im God-Mode. Wie gesagt, könnt ihr jetzt links von euch, wenn ihr Packer Punch gebaut habt, auch Packer Punch benutzen und eure Waffen Packer Punchen. Rechts von euch ist eine Munitionskiste und ihr könnt sehen, die Zombies greifen euch nicht an. Die Zombies bleiben aber hier nur stehen, das heißt, sie sammeln sich nicht an einer Stelle. Wenn ihr die Zombies haben wollt, wenn die Zombies näher kommen sollen, dann müsst ihr einfach einen Schritt zurückgehen. Die Zombies kommen, aber passt auf jeden Fall auf, dieser Glitch ist nicht so 100% sicher wie der God-Mode-Glitch von damals. Aber wenn ihr die Zombies haben wollt, einfach einen Schritt zurückgehen und dann kommen sie auch schon zu euch. Wenn ihr dann wieder in den God-Mode rein wollt, müsst ihr wieder einen Schritt nach vorne machen. Euer Charakter geht dann einen Schritt wieder nach oben oder bewegt sich kurz nach oben und ihr seid wieder drin. Das seht ihr auch hier im Hintergrund. Das einzige Problem hier sind die Megaton-Zombies, denn die werden erstmal versuchen, euch anzugreifen und werden ihre Strahlen schießen. Aber sobald ihr diese aufgeteilt habt, werden sie auch keine Probleme mehr sein, denn dann werden sie nicht mehr auf euch schießen. Das war es auch schon mit diesem Glitch. Das ist alles, was ihr machen müsst, um in den God-Mode-Glitch reinzukommen. Wie gesagt, nicht so gut wie der alte, aber es ist wieder etwas. Also, teilt das Video mit euren Freunden, damit sie auch wieder sehen, dass es einen neuen Glitch gibt. Like das Video, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich streame in letzter Zeit auch sehr, sehr aktiv. Und in den Streams könnt ihr auch nochmal Fragen stellen, die ich dann beantworte. Aber dann natürlich, ne, Glocke aktivieren, damit ihr die Benachrichtigung auf eurem Handy bekommt, dass ich live bin oder es ein neues Video hochgeladen wurde. Gut, das war's dann auch schon. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.